Kameraden der Sowjetunion, vor fast einem Jahr haben die deutschen Invasoren ihren Fuß auf den Boden unseres Mutterlandes gesetzt. Sie sind tief in die Sowjetunion eingedrungen, haben Stadt um Stadt eingenommen und das Volk geschunden, ermordet und beraubt. Unsere Verzweiflung wächst, doch wir haben eine letzte Hoffnung. Die Stadt, die den Namen unseres großen Anführers trägt. Stalingrad. Genossen, viele ihrer Landsleute sind bereits dort und leisten den deutschen Widerstand. Bald werden sie an ihrer Seite stehen und gemeinsam werden wir unsere Feinde besiegen. Keiner wird auch nur einen Schritt zurückweichen. Feiglinge werden von den Kommissaren sofort erschossen. Das Mutterland zählt auf sie für den Sieg bei Stalingrad. Befehl 227 vom Volkskommissar für Verteidigung der UdSSR. Wir müssen den Rückzug stoppen. Kein Schritt mehr zurück. Das ist ab jetzt unser Leitspruch. Wir müssen jede Stellung und jeden Meter russischen Boden halten. Bis zum letzten Blutstropfen in unseren Adern. Wir müssen jeden Meter mit unserem Leben verteidigen. Die Deutschen sind nicht so stark, wie die Panikmacher uns glauben lassen. Sie sind mit ihrer Kraft am Ende. Wenn wir uns ihnen jetzt widersetzen, werden wir siegreich sein. Jeder, der sich ohne Befehl zurückzieht, ist ein Verräter und wird als solcher behandelt. Panikmacher, Verräter und Feiglinge sind sofort zu eliminieren. Wir müssen unser Land verteidigen und den gehassten Feind besiegen. Russland braucht uns und wir müssen kämpfen. Okay, das war also schon... Kameraden! Heute ist der strahlendste Tag Ihres Lebens. Sie werden die deutschen Invasoren mit aller Kraft bekämpfen. Für jeden gefallenen Sowjetsoldaten werden Sie mit 10 der Ihren bezahlen. Keine Gnade für Defetisten, Feiglinge oder Verräter. Wer seinen Posten verlässt, wird erschossen. Befehl, nicht zurückzuweichen. Sie werden für den bevorstehenden Kampf gut ausgerüstet. Sie bekommen Lebensmittel, Wasser, Waffen und ausreichend Munition. Und was glauben Sie, haben die Deutschen? Nicht! Ihre Versorgungslinien sind ausgelöst. Seit dem Sturm auf die Wolga sind sie zu keinem richtigen Kampf mehr fähig. Wir haben mehr Kraft und mehr Männer und auch grenzenlosen Mut. Der Sieg wird unser sein. Wir werden die Deutschen stoppen und zwar hier in Stalingrad. Das war also schon die britische Kampagne. Jetzt wird's hart. What the fuck? Nein!
Gebäude da unten sind sicher. Keine Sorge, wenn du das Kommissar um den kümmere ich. Bereit? Okay, los! Jeder Mensch muss am Ende sterben. Es sind nur die Details, wie... Ach, das können wir schon. Ich hab keine Waffe. Du musst ja auch nicht gehen. Sieg oder Tod! Okay, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was ich jetzt falsch gemacht habe. We'll be right back.
Ja. Ich soll wahrscheinlich eigentlich in den Bunker. Ah, hier oben komme ich gar nicht lang. Schade. Na, kriegen wir Besuch. Okay, machen wir erstmal ein Folgenpäuschen. Spitz, bedanke mich. Bis demnächst.